Servus Freunde, ich bin heute unterwegs mit dem Daniel, um eigentlich zu einem Lavendelfeld zu fahren, um das schön zu fotografieren bei Sonnenuntergang. Aber jetzt kamen wir auf dem Weg hier zum Lavendelfeld an einem Maisfeld vorbei und hier ist auch ein Kornfeld. Und im Hintergrund braut sich gerade irgendwie ein Gewitter zusammen oder ein richtig schönes Naturschauspiel, für mich zumindest. Und jetzt suche ich mir mal hier führende Linien. Ich habe hier zum Beispiel hier diesen Feldweg, der runterfährt. Ich werde hier einfach straight in die Wolkenformation da rein fotografieren, weil die Sonne einfach total schön da durchleuchtet. Und den Moment muss ich nutzen, es muss jetzt auch schnell gehen. Ich mache das einfach jetzt hochkantig. Ha, allein wenn man durch die Kamera so durchguckt, das schaut schon so krass aus. Fokussiere einfach hier weit vorne auf den Feldweg. Halt drauf. Bam. Gehe vielleicht jetzt noch hier nah an das Feld ran, um da die Führungslinie zu kriegen. Und dann bietet sich jetzt, wenn wir noch die Zeit haben, es tröpfelt nämlich gleich, an vielleicht hier so eine Sonnenblume einfach nach oben zu halten und hier über das Feld zu fotografieren. Die Sonnenblumen darf man hier schneiden. Eine Spende lassen wir da, 1 Euro, und dann machen wir hier noch schnell ein Bild. Gut, die Sonnenblume sollte passen. Machen wir mal schnell ein Bild. Ich werde verrückt, vielleicht kommt sogar noch ein Regenbogen. Boah, ein ganz schöner Wind jetzt hier. Ich glaube, stürmt gleich los. Alter, was geht denn da ab? Anfokussieren tue ich die Sonnenblume. Alter, das schaut hier orkanmäßig aus. Und da brauche ich jetzt mal 10 Versuche locker. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Alle schön weitwinklig. Alter, wenn es jetzt noch blitzt, dann werde ich verrückt. Schau dir das an, was hier abgeht. Komm, wir gehen zurück ins Auto. Vielleicht noch ein Bild in dem Feld, da im Gerstenfeld. Und dann geht's weiter zum Lavendel. Habt ihr schon mal einen doppelten Regenbogen gesehen? Ich nicht. Aber heute habe ich ihn gesehen und fotografiert. Das ist Wahnsinn, gell? Schaut euch den an. Alles auf der Fahrt zu meinem Lavendelfeld. Wahnsinn, gell? Wir haben es jetzt endlich zum Lavendelfeld geschafft. Nach diesem schönen Maisfeld. Dann den doppelten Regenbogen auf der Hinfahrt. Und jetzt stehe ich hier in Dorfen. Im tiefsten Bayern. Aber hier ist einfach dieses riesige Lavendelfeld und das kann man auch landschaftstechnisch gut aufnehmen. Aber hier entscheide ich mich jetzt mal bewusst, nicht weitwinklig wie sonst immer zu fotografieren. Und es hat folgenden Hintergrund. Da hinten seht ihr vielleicht den Bauernhof, die Autos, die da rumstehen. Und mir ist es wieder too much. Ich will mich eigentlich nur aufs Lavendelfeld konzentrieren. Deswegen werde ich jetzt hier auf 70 mm oder sowas fotografieren. Und hier achte ich jetzt einfach auf diese Linienführung, da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man fotografiert, also für mich gibt es zwei Möglichkeiten hier, entweder straight, genau über das Lavendelfeld, also über die Linie, oder zwischendrin. Zwischendrin würde sich vielleicht anbieten, finde ich zumindest, wenn die mehr zugewachsen sind, aber ich probiere trotzdem beide Versionen. Mache es jetzt auch so, dass ich ganz bewusst mit dem Tele hinten die Straße abschneide, weil wenn man sich die Straße anschaut, führt die den Berg hinauf. Also wir haben hier ja, so eine Diagonale und ist total störend im Bild, für mich zumindest. Die Sonne geht gleich unter, dann baller jetzt einfach mal los, 1, 2 Bilder. Einmal Hochkantformat, schneide einfach die Straße ab. Fokussiere hier in 10 Meter Entfernung auf das Lavendelfeld. Auf einer 9er Blende, dann ist ja alles scharf. Und wenn ich durch den Sucher schaue, geht es besser. Da kann ich einfach das Bild viel schöner beurteilen. Und hier ist einfach wichtig, genau die Mitte zu finden. Wenn ich jetzt quer das Bild mache, muss ich auch höher kommen. Fokussiere auch genau so 10 Meter
weit nach vorne auf einer 9er oder 10er Blende, je nachdem. Je nachdem, wie hell es ist. Suchen wir vielleicht hier noch einen schöneren Spot. Und jetzt warte ich einfach noch auf die Sonne, weil die Sonne ist gerade von den Wolken verdeckt. Jetzt bilden sich hier keine Schatten irgendwie. Ich warte noch kurz. Aber so würde ich das jetzt angehen. Also einfach mich auf das Kleine hier konzentrieren und nicht das ganze Feld aufnehmen. Weil schaut her, was total hässlich ist. Wenn man von unten nach oben im Weitwinkel fotografiert, hat man diese hässlichen Strommasten. Und wenn ich nachher Glück habe, frage ich mal so ein Mädel, ob ich sie auch fotografieren darf. Die sind zwar mit einer anderen Fotografin da, aber vielleicht erlaubt es mir mal ein, zwei Fotos von ihr zu machen. Und der Daniel, du hältst drauf, oder? Wenn ich zwei Bilder mache, auch mit dem Tele. Einfach, dass ich mich auf die Person hier konzentriere. Und das Lavendelfeld ist schönes Beiwerk. Wir haben auch eine kleine Sonnenblume. Die stecken wir dann nachher noch ins Lavendelfeld mal rein, um da auch so einen Farbtupfer einfach noch zu haben. Das wäre noch eine Idee. Die haben wir mitgenommen von vorhin. Schön ist es halt immer, wenn man auf die Kamera zuläuft, wenn du dabei schön lächelst und einfach nur in die Kamera reinschaust. In der Bewegung, es ist kein Hexenwerk. Ja. Du kannst auch mit dem Kleid spielen. Das ist so ein bisschen einfach und nicht schneller als so. Und einfach so auf mich zulaufen. Nein, 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 gar nicht, gar nicht. Du kannst es auch breit ziehen oder so, wenn du Lust hast. Wichtig ist, dass du mir ein Lächeln schenkst. Passt, einfach wieder zurück und dann habe ich es gleich. Gut, komm. Schon toll. Und wenn ich eins noch machen könnte, dass du an mir einfach vorbeischaust in Richtung Sonne, das wäre auch schon. Also leicht hier an mir vorbei, hier an der Schulter. Genau. Jetzt haben wir diesen typischen verträumten Blick. Also hier so in die Richtung einfach gucken. Nicht laufen, einfach im Stehen. Und in die Sonne schauen, die Strähne wegmachen, so in die Sonne schauen. In die Sonne gucken dabei. Yes, sehr schön. Danke, echt. Vielen, vielen Dank, dass ich mich kurz reinmogeln durfte. Ist ja nicht selbst, Sigi. Siegfried Eichhorn. Sigi Eichhorn. Okay, cool, danke. Vielen lieben Dank. Auch hier habe ich jetzt versucht, die Straße abzuschneiden und das Model sehr, sehr nah aufzunehmen. Also ich war jetzt sehr, sehr close. Auch hier irgendwo zwischen 70 und 100, 120 mm, weil ich von diesem Umfeld nichts drauf haben will. Einfach das Lavendelfeld soll einfach nur so der Akzent hier sein. Hauptmotiv ist ja das Model und nicht die Straße da hinten oder der Wald. Zum krönenden Abschluss unserer Fototour hat uns unser Weg jetzt zum Atomkraftwerk hier an der Isar geführt. Hier war ich noch nie und dieses Foto möchte ich jetzt unbedingt hier einfangen. Hier gibt es einen Radweg, der führt hier direkt an diesen riesen Kühlturm vorbei. Und was das Schöne ist, man könnte, wenn es windstill wäre, das Atomkraftwerk richtig schön im Wasser spiegeln lassen. Aber so ist es heute nicht. Ich mache aber das Bild trotzdem und versuche das jetzt auch mal mit einem Blendenstern hinzukriegen. Ich glaube, das macht Sinn, weil vorne laufen Lichter von links nach rechts in Richtung Kühlturm
da kriegt man bestimmt ein paar schöne hin. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, Blendensterne kriegt man hin, wenn man die Blende komplett schließt und lang belichtet. Ne? Und da werde ich auf eine F20 oder F22 gehen. Und jetzt zeige ich euch mal die Herausforderungen bei diesem Foto, wie ich es mache und auf was ich einfach achte. Also schaut euch mal die Location hier erstmal an. Die erste Schwierigkeit bei dem Bild ist der Vordergrund. Man hat hier jetzt bei diesem Wind keinen schönen Vordergrund, weil sich alles bewegt. Und ich mache ja eine Langzeitbelichtung. Das schaut scheiße aus. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich mit der Kamera runter, den Hügel runterfallen und direkt im Wasser landen. Oder ich hebe einfach die Kamera ein Stückchen nach oben und versuche dann trotzdem noch die Spiegelung von dem Turm im Wasser mit einzufangen. Weil wenn man hier das Wasser beobachtet, sieht man ganz genau, dass die Lichter fast bis zum Ufer sich herspiegeln. Aber es ist leider nicht machbar. Im Winter vielleicht schon, wenn man dann hier an dem Spot steht, weil dann einfach hier wahrscheinlich kein Gras ist. Also, jetzt einfach mal einen Spot suchen für die Kamera. Und hier bietet es sich auch an, den Turm ins linke Drittel zu setzen und den anderen Schlot ins rechte Drittel. So wäre das jetzt für mich ein stimmiges Bild. So ziehe ich es jetzt einfach durch. Und jetzt gehen wir mal an die Kamera und schauen uns die Einstellungen an. Ich habe die Kamera jetzt aufgebaut und jetzt geht es um die Bildkomposition. Wenn man nachts Fotos macht, sieht man im Display erstmal wenig, wenn man da mit den Einstellungen rangeht, die man am Tag verwendet hat. Ich bin jetzt hier auf 1/60 und einer 2,8er Blende und ISO 100. Als erstes drehe ich jetzt nämlich hier meine Belichtungszeit nach oben, das heißt, ich möchte länger belichten und wähle jetzt hier mal 1, 2, 3 Sekunden, dass ich irgendwas erkenne. Und jetzt kann ich schon auf einer 2,8er Blende bei 6 Sekunden das Bild einigermaßen gut beurteilen. Wenn es ultra, ultra dunkel ist, verwende ich auch ganz gern meinen Nachtmodus oder das Bright Monitoring oder helle Überwachung heißt es ja im deutschen Menü. Das habe ich mir auf die C4-Taste gelegt. Ich drücke jetzt mal auf C4, dann seht ihr, was ich meine. Da simuliert die Kamera eine längere Belichtungszeit in diesem Modus und da kann man die Kamera gescheit ausrichten. Ich habe das jetzt so gemacht, dass der linke Turm, wie vorhin angekündigt, im linken Drittel steht, der rechte Turm im rechten Drittel. Genau, und jetzt um diese Blendensterne einzufangen, ist eigentlich ganz easy. Ich drehe jetzt einfach ganz stupide meine Blende komplett zu, also ganz nach oben, die höchste Blendzahl nehme ich jetzt mal. Ich komme jetzt hier an auf F22. Und hier in meiner Belichtungswaage zeigt mir die Kamera mindestens minus 2 an. Das heißt, ich bin komplett unterbelichtet. Jetzt versuche ich einfach mit meiner Belichtungszeit zu spielen und drehe die weiter nach oben. Ich bin jetzt hier schon bei 25 Sekunden, bin bei 30 Sekunden. Ich habe jetzt auch keinen Fernauslöser dabei. Das heißt, hier ist die Kamera jetzt schon am Limit. Und wenn ich jetzt bei 30 Sekunden F22 so das Bild machen würde, ich mache es einfach mal, da könnt ihr sehen, wird es immer noch viel zu dunkel sein. Und die einzige Möglichkeit, diesen Fail jetzt hier einfach auszugleichen, weil ich keinen Fernauslöser habe, wäre entweder über die Sony-App zu gehen, da könnte man länger belichten, oder ich drehe einfach die ISO nach oben. Ich schaue jetzt mal ganz kurz das Bild an, wie es geworden ist. Also sehr, sehr dunkel. Hier kann man wahrscheinlich in Lightroom noch was rausholen, zeige ich euch auch gleich. Aber es wird wahrscheinlich etwas verrauschen, weil es einfach zu dunkel aufgenommen ist. So, und jetzt als weiteren Test oder als Lösung drehe ich jetzt einfach die ISO nach oben, bis mir diese minus 2 nicht mehr blinkt. Ah, jetzt seht ihr, ich bin bei ISO 500 und bin schon nur noch bei minus 1 von der Belichtung her. Jetzt gehe ich mal einfach auf ISO 1000 und jetzt zeigt mir von der Belichtung her an, ich bin hier noch nur noch minus 0,3 oder 0,7 unterbelichtet. Und so mache ich jetzt das eigentlich finale Foto hier mit einer 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Die habe ich auch eingestellt. Ich fotografiere im RAW-Modus, könnt ihr auch sehen. Ich habe manuell vorhin fokussiert auf die Türme. Das ist auch relativ einfach, weil die angeleuchtet sind. Und mache jetzt das Bild ohne störenden Grasvordergrund, dafür aber mit wunderschönen Blendensternen an unserem Atomkraftwerk. Ich kann euch echt sagen, irgendwie komisch ist mir schon hier zu stehen. Es ist ungewohnt, sowas zu sehen für mich. Aber ich wage mich ja immer gern mal an neue Sachen ran. So lerne ich auch dazu. Vor allem jetzt hier, was die Bildkomposition angeht. Und ich werde auch nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Komm noch mal auf jeden Fall, wenn wir Windstille haben. Weil dann hast du diese wunderschöne Spiegelung einfach.
von diesen Lichtern auf dem Wasser. Und da habe ich immer ein Augenmerk drauf, wenn ich in der Stadt irgendwo unterwegs bin oder so, gucke ich immer total gern nach Flüssen und Lichtern, die sich da spiegeln. Das finde ich einfach geil. So, wie ist das Bild geworden? Also alles in allem war heute wirklich ein gelungener Fototag. Wir hatten riesen Glück mit diesem doppelten Regenbogen und im Lavendelfeld kam dann auch noch mal kurz die Sonne raus. Also mir hat es echt getaugt und das ist doch jetzt auch ein schöner Abschluss hier am Atomkraftwerk, nochmal Blendensterne zu fotografieren. Vielleicht konntet ihr den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich über ein Like vom Video oder abonniert meinen Kanal für weitere lustige und informative Videos mit mir. Freunde, macht's gut und viel Spaß beim Fotografieren. Euer Sigi, heute vom Atomkraftwerk.